Ja, Sie können sich vorstellen, wenn man so viel über sich selber hört, dass man unglaublich gerührt und bewegt ist und es ein bisschen schwerfällt, jetzt hier vorne zu stehen und noch wieder zu reden. Deswegen, ich hatte mich vorher gefragt, das Aufregendste ist, wen begrüße ich alles persönlich? natürlich die beiden Präsidenten. Algo, ganz lieben Dank für die Laudatio. Aber die wichtigsten Mensch jetzt für Sie, die Sie da in der Hitze sitzen, ist eigentlich Frau Wager, die jetzt die Fotokamera hat, weil sie hat mich gezwungen, noch vor 2 Stunden 30% meiner Dias zu löschen, die ich eigentlich Ihnen zeigen wollte. Sie kommen also jetzt um ein Drittel früher zum Sekt und zum Wasser da draußen. Also das war jetzt für Sie vielleicht die wichtigste Begrüßung. Dann würde ich gern kurz, wenn ich sehe, viele Menschen haben mich unterstützt und das war ganz toll, so ein Paar rauswählen für Sie. Das ist einmal links der Michael Frühwald, der mich eigentlich vorgeschlagen hat. Lieben Dank, Michael, und danke, dass du heute hier bist. Und Sie haben heute schon Herrn Jürgens gehört, den Namen. Man braucht ja so ein paar Heroes im Leben, so ein paar Vorbilder. Und Herr Jürgens als Kinderonkologe in Münster war eines meiner großen Vorbilder, neben Herrn Professor Werner Antler, der leider sehr frühzeitig verstorben ist. Ohne die beiden hätte ich keine Kinderonkologie gelernt, wäre ich kein Kinderarzt geworden. Das waren ganz entscheidende Menschen in meinem Leben. Danke auch, Herr Jürgens, dass Sie heute da sind. Und last but not least würde ich gern begrüßen noch den Geschäftsführer unserer Einrichtung, Herrn Wachtel, und den Vorsitzenden des Aufsichtsrats, Herrn Hölscher. Weil wir sind eigentlich, wenn Sie so aus großen Kliniken kommen oder aus großen Universitäten, LMU München zum Beispiel, sind wir eine kleine Klitsche. Also wir sind so ein kleines, wie Sie kennen Asterix und Obelix, so die erste Seite, ne? Dieses Dorf mit den Palisaden rum, das ist Datteln eigentlich. Datteln hat, ich glaube, knapp über 20.000 Einwohner, oder? 32, also eine sehr kleine Stadt, eine relativ hohe Arbeitslosigkeit, östliches Ruhrgebiet, aber eine der größten Kinder- und Jugendkliniken in Deutschland und Teil der Universität Witten-Herdecke. Darauf sind wir da im Ruhrpott einfach sehr stolz, aber ohne dass die Verwaltung, die Geschäftsführung mitziehen würde, könnten wir dort überhaupt keine Forschung und Versorgung auf dem Niveau machen. Deswegen danke auch nochmal dahin. So, jetzt war ich gebeten worden und habe die große Freude, Ihnen einen kurzen Vortrag zu halten. Ich habe als Thema die chronische Schmerztherapie ausgesucht und nicht die Palliativversorgung. Ich glaube, so am Ende dieses Tages wäre das ein sehr schweres Thema gewesen und ich glaube, chronischer Schmerz passt hier jetzt im Moment besser hin. Ich habe den Vortrag gegliedert in Verstehen, Erklären, Verändern und fange vielleicht mal mit chronischen Schmerz Verstehen an. Und Sie alle kennen und haben ja den Film eben schon gesehen, Akutschmerz. Sie sehen hier mal 3 Figuren aus dem Film, die Akutschmerz haben. Akutschmerz ist relativ einfach. Also Ursachen sind häufig innere und äußere Gewebschäden. Die Intensität wird bestimmt durch die Größe des Reizes. Also wenn der Hammer, den der Junge hier in der Hand hat, sehr groß ist, mit dem er sich auf den Daumen haut, ist der Schmerz sehr stark. Wenn der Hammer sehr klein ist, ist er sehr schwach. Er weiß genau, wo er sich da drauf gehauen hat, nämlich der Daumen, und der tut auch weh. Und natürlich hat das eine Warnfunktion. Wenn man sich einmal mit dem Vorschlaghammer auf den Daumen gehauen hat, nimmt man den nächsten kleineren Hammer, um einen Nagel in die Wand zu schlagen. Dafür ist Schmerz da, und wenn es ihn nicht geben würde, gäbe es uns alle nicht, da wäre die Menschheit ausgestorben. Chronischer Schmerz ist extrem viel komplizierter, weil er kontraintuitiv ist. Beim chronischen Schmerz kann man mehrere Gruppen unterscheiden und ich rede heute vor allen Dingen über den funktionellen chronischen Schmerz, den ganz viele von Ihnen haben werden. Also ganz viele von Ihnen werden Rückenschmerzen haben oder mal Kopfschmerzen oder ein kolonirritable, funktionelle Bauchschmerzen. Das sind sehr verbreitete Krankheiten. Es gibt chronische Schmerzen auch in anderen Situationen, bei einem großen Gewebschaden ohne Lebensverkürzung, also zum Beispiel einem Rheuma. Oder bei Krankheiten mit Lebensverkürzung, das sind die palliativen Erkrankungen, da können die Menschen nicht schwer behindert sein, die Kinder, also Krebs haben. Oder sie sind schwer behindert, was in der Kinderpalliativmedizin viel, viel häufiger ist als die nicht schwer Behinderten. Wenn man sich jetzt mal die funktionellen Schmerzen anguckt, über die Lebensspanne, dann sehen Sie, dass Kopfschmerzen ihre Prävalenz Maximum haben, eben
in der Kinder- und Jugendzeit, also zwischen 11 und 17 Jahren. Bauchschmerzen oben rechts auf dem Bild haben ihr Maximum zwischen dem 3. und 10. Lebensjahr. Rückenschmerzen, wo Sie vielleicht drunter leiden werden, steigen eben mit dem Lebensalter an. Aber auch Jugendliche haben zunehmend Rückenschmerzen. Beinschmerzen, vor allen Dingen Arthrose, steigt auch im Alter an. Schmerz an sich ist aber nicht das Problem, weil wir alle haben immer wieder Schmerzen. Wenn wir keine Schmerzen hätten, gäbe es uns, wie gesagt, nicht mehr. Sondern das Problem und die Krankheit, um die wir uns kümmern, sind chronische Schmerzen, die mit einer schmerzbedingten Beeinträchtigung einhergehen, wo der Mensch also einen Arzt aufsucht, Medikamente nimmt, vielleicht depressiv wird, traurig wird, nicht mehr zur Schule geht. Das sind die Menschen, die Hilfe brauchen, und das sind auch die Kinder, um die wir uns kümmern. In Deutschland sind das etwa 350.000 Schulkinder. Jetzt könnte man meinen, ja, ist alles Kinderkram, ne? So, das wächst sich ja wieder aus, wie vieles. Aber die epidemiologischen Studien, die wir haben, zeigen, dass dem nicht so ist. Dass wenn man als Kind und Jugendlicher chronische Schmerzen hat, man auch ein hohes Risiko hat, als Erwachsene diese Schmerzen zu haben. Es gibt viele Modelle, woran das liegen könnte, aber sowas wie erlernte Hilflosigkeit ist ein Modell. Ich fasse nochmal zusammen. Akuter Schmerz, innere und äußere Gewebschädigung, Intensität korreliert mit der Größe des Reizes, eindeutig lokalisierbar Warnfunktion. Dagegen funktioneller Schmerz ist eine eigene Krankheit, hält häufig lange an, als man denkt, unabhängig von einem Auslöser, falls es den überhaupt gibt. Und das Allerwichtigste, es hat keine Warnfunktion, und das ist eben das Kontraintuitive. Wenn man jetzt chronischen Schmerz verstehen möchte, ist es am besten, man denkt biopsychosozial. Und das sind die Zeichen, die Sie gleich in dem Vortrag in den nächsten Folien weiter sehen werden. Erstmal biologisch, also biologische Faktoren hatte ich schon kurz genannt, Entzündungen wie beim Rheuma, genetisch, Epidermolysis bullosa ist so eine Erkrankung, die mit Schmerzen einhergeht, degenerativ, Arthrose, onkologisch, Krebs. Aber beim funktionellen Schmerz sind andere Dinge viel, viel wichtiger, nämlich Veränderung des Nervensystems. Das heißt, eine periphere oder eine zentrale Sensibilisierung oder eine Reduktion der Schmerzinhibition. Das Ergebnis für den Menschen ist das gleiche. Er nimmt etwas als schmerzhaft wahr, was andere gesunde Menschen nicht als schmerzhaft wahrnehmen würden. Aber es ist nichts kaputt, es ist kein Gewebschaden da, den man detektieren kann. Wie misst man das jetzt? Und das ist relativ schwierig, weil die normale Nervenleitgeschwindigkeit könnte das nicht messen, weil sie misst sensible Fasern, die viel, viel schneller leiten als Schmerzfasern. Deswegen mussten wir eine Methode entwickeln für Kinder, quantitativ-sensorische Testung, wo wir mit 13 Untertests bestimmte Sensibilitätsschwellen und Schmerzschwellen detektieren können bei den Kindern. Und ich zeige Ihnen jetzt nur mal einen Untertest, wo man mit so einem Pinprick, es läuft bei Ihnen nicht, es läuft bei mir nicht. Ja. Aber wir haben Techniker hier, ne? Mit einem Pinprick misst, wie die Schmerzschwelle ist, und die mechanische Schmerzschwelle und die Schmerzsensitivität. Wenn man das macht, kriegt man solche Normalwerte, und diese Normalwerte sehen Sie hier in der Mitte, das ist diese Linie, und zwar ein Normalwert jetzt für Druckschmerz im Gesicht, an den Händen und an den Füßen. Das heißt, am Gesicht ist man sensibler als an den Händen und da ist man wiederum sensibler als an den Füßen. Sie sehen den weißen Bereich, das ist das Gesunde oder Normale, und Sie sehen einen grauen Bereich, das ist das Krankhafte, und das zeigt, wenn man oberhalb des weißen Bereiches ist, braucht man mehr Druck, um Schmerz auszulösen. Da ist also etwas kaputt im Nervensystem. Wenn man weniger Druck braucht, um Schmerzen auszulösen, ist es eine Sensibilisierung. Was Sie auch sehen, ist, dass bei diesem Schmerz, Druckschmerz, kleine Kinder, 6- bis 8-Jährige, scheinbar geringere Normwerte haben als 9- bis 12- oder 13- bis 16-Jährige. Kleine Kinder sind also nicht weniger schmerzsensibel, sondern schmerzsensibler als Sie und ich und als ältere Kinder. Man hat ja immer was anderes früher gedacht, und Sie sehen den Unterschied zwischen Jungen und Mädchen, der sich ja durchzieht, nach der Pubertät richtig zur Geltung kommt und bei Männern und Frauen auch noch vorhanden ist. Wenn man jetzt diese Methoden anwendet,
für Kinder und Jugendliche mit Kopfschmerzen, dann sind hier nun mal die pathologischen Werte aufgezeichnet. Rot ist die Kontrollgruppe, blau Kinder mit Spannungskopfschmerz, grün welche mit Migräne. Und Sie sehen, dass etwa 30% eine pathologische Schwelle haben für die Wärmedetektion, 30% eine pathologische Schwelle, erniedrigte Schwelle haben für Schmerzen, und zwar für die mechanische Schmerzschwelle und für die Schmerzsensitivität. Und diesen Kindern sieht man nichts an, aber wenn man diese komplizierten Tests macht, sieht man, ihr Gehirn ist anders, als es sein sollte. Das Gleiche kann man sich angucken bei einer Krankheit, die Sie alle kennen, einem Rheuma, und zwar zu einem Zeitpunkt, wenn das Rheuma nicht aktiv ist, also die Krankheit durch Medikamente beherrscht ist, und dann macht man diese Pressure Pain oder Cold Pain, Heat Pain und sieht, dass dann die Schmerzschwelle signifikant abgesenkt ist, obwohl die Krankheit als Krankheit im Griff ist. Das heißt, da hat ein Lernprozess des Gehirns stattgefunden. Diese Krankheit ist eine sehr komplizierte, das ist ein komplexregionales Schmerzsyndrom. Sie sehen hier phänomenologisch, dass die Hand geschwollen ist, dass das Kind es kaum bewegen kann, es tut unglaublich weh, selbst ein Luftzug tut weh. Sie sehen das Gleiche hier bei diesem Kind an dem Fuß. Sie sehen die Krücken, es kann also nicht richtig laufen, der Fuß ist geschwollen. Das kann so schlimm werden, die Krankheit, dass Menschen sich ihre Füße und Hände amputieren lassen, weil sie sie nicht mehr als zugehörig zum Körper empfinden und der Schmerz so stark ist. Bei diesen Kindern kann man eine Therapie machen, das machen wir in Datteln. Sie sehen hier ein aktives CRPS auf der einen Seite und nach unserer Therapie ein Resolved CRPS. Ich zeige Ihnen diese Bilder nochmal, weil ich Ihnen eine Studie vorstellen möchte, die unsere Kollegen aus Boston gemacht haben. Die haben nämlich einen Kältereiz appliziert bei diesen Kindern, und zwar als die Krankheit aktiv war, am kranken Bein und am gesunden Bein, und als die Krankheit weg war, nach einer guten Therapie, wieder am kranken und gesunden Bein, und haben dann geguckt, gibt es im Functional MRI, also in der im Kernspintomogramm des Gehirns, gibt es dort Veränderungen, die bleiben, und Veränderungen, die wieder zurück sich bilden. Und was man hier sehen kann, ist, dass die Amygdala, ein Gehirnareal, was sehr eng vernetzt ist, was für Schmerzverarbeitung extrem wichtig ist, vor allen Dingen für die emotionale Bewertung von Schmerzen sehr wichtig ist, dass das eine Hyperkonnektivität aufweist mit vielen anderen Arealen, mehr als bei Ihnen und bei mir jetzt, und dass die sich zum Teil nur zurückentwickelt, wenn die Kinder geheilt sind, wenn man also nichts mehr sehen kann. Und das kann ein Beleg dafür sein, warum Kinder zu 70% ein Rezidiv kriegen, dieser Erkrankung, weil das Gehirn nach wie vor diese Veränderungen aufweist. Kommen wir nun von den biologischen Faktoren des biopsychosozialen Modells zu den psychologischen Faktoren. Emotion, Kognition, Verhalten. Ich gehe jetzt nur auf einen kleinen Teil der Emotionen ein, Depressivität und Angst. Die sind sehr stark mit Schmerzen und mit der Aufrechterhaltung assoziiert. Und wenn wir nun mal unsere Patienten betrachten, des Deutschen Kinderschmerzzentrums, dann sehen Sie, dass vor allen Dingen Kinder mit Bauchschmerzen signifikant häufiger 30-26% pathologische Werte haben auf dem Messverfahren, die wir da einsetzen. Und wenn man sich alle unsere Schmerzpatienten mal anguckt und mal vergleicht die mit normalen Kindern gleichen Alters, dann sehen wir, dass wir signifikant häufiger erhöhte Werte haben im Depressionsinventar und im Angstfragbogen für Schüler. Das also spielt eine große Rolle bei Kindern, und leider ist es so, dass je ängstlicher und depressiver die Kinder sind, desto schlechter ist ihr Therapie-Outcome. Das ist also auch ein Prädiktor für ein Therapie-Outcome. Kommen wir jetzt nach dem biologischen, psychologischen zu den sozialen Faktoren. Bei Kindern spielt die Schule eine riesengroße Rolle, die Familie und Freunde. Und ich möchte auf einen Faktor eingehen, der aus allen drei Bereichen kommen kann, nämlich kritische Lebensereignisse. Wiederum diese Erkrankung, komplexregionales Schmerzsyndrom. Und wir haben uns jetzt angeguckt, haben diese Kinder im Vergleich zu Kindern mit gleich schweren Kopfschmerzen und Bauchschmerzen mehr kritische Lebensereignisse vor der Erkrankung und nach Beginn des Schmerzes. Und was man sieht, dass die signifikant häufig kritische Lebensereignisse haben, wie zum Beispiel den Tod eines Elternteiles. Das ist also etwas, was interagiert mit der Psyche und mit biologischen Faktoren dann bei den Kindern. Es waren vor allen Dingen familiär kritische Lebensereignisse, die dort nochmal erhöht waren. Ich fasse das nochmal zusammen. Biologisch beim chronischen Schmerz sind vor allen Dingen die neuronalen Veränderungen. Psychologisch ist Angst und Depressivität wichtig.
sozial, Schule, Familie und kritische Lebensereignisse. Das Problem ist, dass diese Faktoren interagieren und zwar nicht linear. Das ist, also wenn man jetzt einfach sagt, das eine wird mehr, dann wäre das ja easy going, aber die Interaktion ist halt sehr komplex und sehr kompliziert. Komme ich vom Verstehen zum Erfassen? Man kann das natürlich einfach die Kinder fragen, wie war denn dein Schmerz? Und dann kriegt man so witzige Kommentare von denen, wie denn so ein Schmerz sein könnte, wie ein Auto, wie ein Monster oder so etwas. Man kann das Ganze aber auch versuchen zu standardisieren und das haben wir gemacht mit dem deutschen Schmerzfragebogen für Kinder und Jugendliche. Da kriegen Sie eine standardisierte Anamnese, standardisierte Werte, mit denen Sie dann auch in der Behandlung, aber auch in der Forschung weiterarbeiten können. Und ich will jetzt hier nicht auf die Behandlung so sehr eingehen, sondern auf die Forschung mit dem, was wir da machen. Zwei Dinge möchte ich Ihnen vorstellen. Das eine ist Definition von Studienteilnehmer. Das ist ganz einfach, wenn man zum Beispiel in eine Studie für Epidermolysis bullosa diese Patienten einschließt, dann guckt man sich die an und weiß, das ist ein Kind mit der Erkrankung. Wenn Sie aber Studien machen zu Migräne und Spannungskopfschmerz, dann ist das rein phänomenologisch. Und dann müssen Sie entscheiden, ist das ein Kind mit Migräne, passt das in die Studie oder nicht, oder hat es vielleicht einen anderen Schmerz. Das andere ist primärer Endpunkt von Studien. Wir haben in der Regel kontinuierliche Maße, 0 bis 100. Aber in den Studien brauchen Sie dichotome Outcome-Variablen. Das heißt, eine Reduktion von ganz stark auf mittleren Schmerz zum Beispiel. Die beiden Bereiche werde ich Ihnen vorstellen. Ich fange mal an mit den Kopfschmerzen. Die werden klassifiziert nach diesem Kriterienkatalog der International Headache Society. Und da steht drin für Migräne starke Schmerzen, für Spannungskopfschmerzen schwache Schmerzen. Für Migräne Schmerzqualität pulsierend. Für Spannungskopfschmerz darf nicht pulsierend sein. Natürlich haben das wieder erwachsene Mediziner gemacht für Erwachsene. Und wir müssen jetzt nachziehen als Kinderärzte. Und wenn man sich das anguckt, dann geht es nicht um Mittelwertunterschiede, sondern es geht um Unterscheidungsmerkmale. Also Sie müssen nicht gucken, ob die Gruppe von Kindern mit Kopfschmerzen als Gruppe stärkere Schmerzen hat, als die Gruppe der Spannungskopfschmerzkinder, sondern Sie müssen ein Kind raussuchen, wie hier, ne, wer ist jetzt Merkel von den beiden? Ne? Gar nicht so einfach. Erklären werde ich nicht viel zu sagen. Sie haben solche Schautafeln schon gesehen, Beginn der Therapie. Sie haben den Film schon gesehen. Wichtig ist, dass wir zu dem Film ein wissenschaftliches Hintergrundbuch gemacht haben, wo jedes einzelne Wort, was in dem Film vorkommt, wissenschaftlich belegt ist. Warum wir gerade das Wort und den Satz gewählt haben und nicht irgendwas Alternatives. Und das brauchen wir, um vor allen Dingen Ärzte zu überzeugen, dass chronischer Schmerz etwas, sagen wir mal, Veränderung des Nervensystems ist und sie aufhören können, ständig zu suchen nach der einen Ursache. Das nennt man dann iatrogene Chronifizierung. Also wenn Sie zum Arzt gehen und Kopfschmerzen haben und alle 4 Wochen legt er Sie in die Kernspindröhre, dann müssen Sie doch den Eindruck kriegen, da ist ein Hirntumor, der findet den nur nicht. Und das nennt man biologische Fixierung von Ärzten. Das trägt dazu bei, dass man die Kinder nicht gut behandeln kann. Und da helfen nur wissenschaftliche Argumente zu sagen, nein, macht es bitte anders. Ich zeichne den Film jetzt nicht, weil Sie den schon gesehen haben, es ist so warm hier. Kommen wir zu Schmerzen verändern. Da gibt es 3 Ansatzpunkte, die man wählen könnte. Das eine ist, verhindern, dass Kinder überhaupt Schmerzpatienten werden. Das zweite, die Schmerzen haben, erfolgreich behandeln und jedem Kind den Zugang ermöglichen. Wir haben als erstes das auch in einer randomisiert kontrollierten Studie belegen können, dass das funktioniert. Wir haben 3 Parameter erfasst und die dann zusammengefasst und ich zeichne jetzt die Ergebnisse der Zusammenfassung von Schmerzintensität, Beeinträchtigung und Schulfehltage. Und Sie sehen hier, dass es 55% der Kinder direkt nach der Therapie als geheilt gelten können, 14%, wenn sie auf die Therapie warten 4 Wochen. Die wissen natürlich, dass sie sie kriegen. Das hat natürlich einen gewissen Effekt. Das Spannendste aber ist, dass je länger sie Patienten nachuntersuchen, desto besser werden die, desto mehr Patienten werden geheilt. Für die meisten Therapien ist das genau umgekehrt. Am Anfang geht es ihnen gut, dann kommt irgendwann das Rezidiv und das ist schade. Bei uns ist das so, dass je länger sie warten, desto besser wirkt die Behandlung. Und was wir gemacht haben, wir haben das Ganze verknüpft mit ökonomischen Faktoren, zum Beispiel die Kosten. Als einer der ökonomischen Faktoren sind Arbeitsausfälle der Eltern und Sie sehen hier, dass die nach 4 Monaten nach einer 3-wöchigen Therapie von im Schnitt 6 Arbeitsausfalltagen auf 0 Arbeitsausfalltagen für die Gesamtpopulation zurückgehen. Das Ganze kann man sich auch so ein bisschen mehr fancy angucken. Also hier die Leistungsinanspruchnahme, also suche ich einen Arzt auf und ähnliches, reduziert sich signifikant
zu den Zeitpunkten 6 und 12 Monate nach Behandlung für die verbesserten Kinder, aber auch 12 Monate nach Behandlung für die, die nicht richtig profitiert haben. Und das Ganze auch für die AU-Tage. Warum das auch für die ist, die nicht geheilt ist, ist, weil die Eltern zumindest gelernt haben, dass es keinen Sinn macht, mehr Ärzte aufzusuchen und zu Hause zu bleiben und dem Kind das Händchen zu halten. Komme ich zum letzten abschließenden Punkt, nämlich Zugang verschaffen. Sie sehen hier eine Analyse unserer Patienten. Wir haben das Gleiche auch mit den Kickstarten in Deutschland gemacht, die analysiert, unsere Patienten analysiert. Was Sie hier sehen, ist das Catchment Area, 75%, oder das Einzugsgebiet einer Klinik. Und das ist signifikant abhängig vom sozioökonomischen Status der Eltern. Bei geringem sozioökonomischen Status ist das Einzugsgebiet 125 Kilometer, bei hohem ist es 231 Kilometer, wo 75% der Patienten herkommen. Wenn man das noch weiter analysiert, sieht man, dass sozioökonomische Status setzt sich zusammen aus Einkommen, Ausbildung, Beruf, dass allein das Einkommen verantwortlich ist dafür, dass die Patienten uns aufsuchen. Das heißt, je höher das Einkommen der Eltern ist, desto größer die Chance, dass die Kinder den Weg zu uns finden. Und das ist der Beginn so einer sozialen Ungerechtigkeit, selbst in der Pädiatrie, die wir eigentlich uns alle für Deutschland gar nicht vorstellen können. Wir denken alle, jeder hat Anspruch auf, wir sind stolz auf unser Versorgungssystem, aber dass Kinder aus armen Familien den Weg gar nicht zu uns finden, das ist schon etwas, was uns sehr bedrückt. Ich fasse nochmal zusammen. Multifaktorelle Genese des Schmerzes extrem wichtig, biopsychosoziales Modell. Erklären ist Therapie, also Education ist die Basis aller Schmerztherapie bei funktionellen chronischen Schmerzen. Die multimodale Therapie ist wirksam und kosteneffizient, aber leider nicht bei allen. Also wir haben 30% Non-Responder und wir haben Zugangsbarrieren, auch in Deutschland. Und diese Zugangsbarrieren gilt es sicherlich abzubauen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.